In der Turnhalle Pflaumenallee in Hainichen wurde am 16. September sportlich die Festwoche des Allgemeinen Turnvereins 1848 Hainichen eröffnet. Wir feiern in dieser Woche unser 175-jähriges Bestehen des Vereins. Das Turnen wurde gegründet in Hainichen 1845 durch Eduard Feldner, dessen Namen Grundschule heute trägt. Im Rahmen der Revolution wurde der erste Turnverein ab 1850 verboten, weil es die schwarzen Turner waren. In der Zwischenzeit hatten sich Turner vom ersten Verein abgespalten und den Allgemeinen Turnverein 1848 Hainichen gegründet. Das Turnen besteht seitdem durchgängig in der Stadt. Die ersten Frauen kamen am Beginn des 20. Jahrhunderts dazu, ebenso wie die Kindergruppen. Am Ende, Anfang der 1950er Jahre wurde der Turnverein in die BSG Motor Hainichen übernommen, aus der es 1990 wieder herauslöste, um wieder selbstständig zu wirken. Wie Sie sehen, das Turnen ist also durchgängig in Hainichen erhalten geblieben. Man sieht zudem, dass alle Generationen Spaß am Turnen haben. Den präsentierten sie beim Schauturnen am Samstagnachmittag. Geturnt wird natürlich nicht nur, um Spaß zu haben. Es geht auch um die sportliche Herausforderung, zum Beispiel bei Wettkämpfen. Unsere größten Erfolge sind Teilnahmen an deutschen Turnfesten, natürlich auch an den Turnfesten, die es zu DDR-Zeiten regelmäßig in Leipzig gab. Jetzt sind es die internationalen Turnfeste. Wir turnen auf Kreisebene, Bezirksebene und auf Sachsenebene, nehmen auch an dem sehr bekannten Freiburger Jahnturnfest teil, was jedes Jahr in der Wein- und Jahnstadt stattfindet, nächstes Jahr zum 100. Mal. Der ATV 1848 Hainichen hat in seinen Reihen ebenso Turner, die besonders herausstechen. Der größte Erfolg für unseren Verein ist eigentlich, dass wir eine kleine Turnerin im letzten Jahr zum DUS Chemnitz-Altendorf geben konnten, die dort jetzt in der Leistungsriege turnt. Vielleicht wird es eine der nächsten Olympiateilnehmerinnen. Schauen wir mal, es bleibt noch etwas Zeit. Hainichen brachte bekanntlich schon andere Sportgrößen hervor. Der derzeit erfolgreichste ist der Leichtathlet Marvin Schlegel. Die Festwoche nutzte der ATV 1848 Hainichen, um seine Turn- und andere Sportgruppen vorzustellen. Unsere Festwoche ist, wie Sie sehen, heute mit dem Schauturnen angelaufen. Morgen haben wir den Frühschoppen mit einem Spaßwettkampf, Blasmusik und natürlich auch was für den Gaumen. Im Laufe der Woche ist freies Training in allen Sportgruppen. Es kann also jeder sich zu den Trainingsstunden, die bekannt sind, einfinden und dort probieren, ob es etwas für ihn ist. Der Abschluss wird sein, eine Festveranstaltung im Saal des Goldenen Löwen hier in Hainichen, zu der alle Vereinsteilnehmer, Mitglieder eingeladen sind und natürlich auch Prominenz aus Politik und Sport.